Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3. Mein Name ist Pete. Und wir müssen Sprengstoff platzieren. Yay! Irgendwann wird es nachher Bumm machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. In diesem gottverlassenen Ort, wo Leute umgebracht werden, um an ihre Organe zu kommen. Oder das zumindest ein Nebengeschäft ist, sag ich mal. Okay, uncool. Die Situation ist uncool. Von überall sind Gegner. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich weiß nicht, was machen wir? Das ist kacke hier. Fuck. Die sind aber klug. Wollen die mich flankieren? Nee. Verarschen. Rechts waren doch auch noch welche. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Aber irgendjemand lebt da noch. Aber auch der lebt jetzt nicht mehr. Alles cool, alles cool. Nächste Sprengstoff platzieren. Dahin. Ah, erstmal noch dahin. Oh, goldenes Waffe! Waffenteil. Goldenes Waffe! Goldenes Waffe! Ja! Teil 3! Der goldenen RPG. Bam! So gehört sich das. Und dann wollen wir mal wieder eine Runde Sprengstoff platzieren und eine Runde abmetzeln und dann nochmal eine Runde Sprengstoff platzieren. Und dann hoffentlich raus hier. Und keine Gegner. Ich bin überrascht. Max? Sprengstoff platzieren, nicht einschlafen. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Me too. Well, du bist ja noch drin, du Bob. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Wanna be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senhor Nevis. What the fuck is your problem, man? My problem. My problem. Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs. We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Wow! Max hat Eier! Und zwar massivste Eier! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, ich bin am Nachladen. Fuck, sterbe ich hier schnell, ey. Das ist nicht mehr witzig. Wieder ein... Wow, scheiß die wandern. Was ich eigentlich sagen wollte, wieder ein Painkiller weg.
Dann gehen wir halt ein bisschen vorsichtiger vor. Wow, 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 Bitches. Oh, der hat mich erwischt. Der aber nicht. Oh ne, komm, nicht schon wieder so einer. Wow! Max, 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 nicht hinlegen. Max, was machst du für eine Scheiße? Ich leg mich erstmal hin, ich bin Max Payne. Okay, es könnte natürlich sein, dass ich den gerade in dem Moment gesteuert habe. Oh ne, ach komm. Uncool. Fuck, ich kann auf niemanden zielen, ja, richtig. Komm, den da oben muss ich noch mitnehmen. What? Na, jetzt aber. Ja, ich weiß, hier kommt jetzt wieder einer um die Ecke. Hör auf den Abzug zu drücken, Alter. Ich treff Max. Egal, wir haben noch zwei Dinger. Das ist mehr als letztes Mal. Okay, Rückzug. Warum ich gerade mit der Pistole schieße, hat einen einfachen Grund. Ich will sofort nicht, wenn der Mongo kommt, keine Munition mehr haben. Ach komm schon, ich war... Ach scheiße, ich war doch voll die ganze Zeit drauf. Fuck ey. Mann, nein, das müsstest du schon wieder wiederholen. Fuck! Ja wow, genau im richtigen Moment rausgeguckt, hä? Lasst mich mal ruhig in Ruhe nachladen hier. Vielen Dank. Wow, Max. So, da oben. Einer haben wir noch da oben. Oh, aber nicht so. Alles wackelt. What? So. Alter, musst du mir da oben so viel Damage machen? Das ist ja nicht mehr witzig.
lebe noch. Oh, ich lebe ja immer noch. Oh, das war... Da habe ich dir mal ein zweites Arschloch geschossen. So. Einer war da noch. Wow, was ein Start. Das hat ja tatsächlich mal funktioniert. Oh, hat mich einen Painkiller gekostet. Ich finde, damit kann man arbeiten. Dafür, dass das so ein Gegner ist. Oh ne, Pain. Nicht deine ganzen Waffen verlieren. Ah, ich wusste, dass das passiert. Oh mein Gott! I came back. I can see that. Why? To save you. Oh yeah, real hero. Listen, now come with me, Max, to Brazil. The chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching. To profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into loosen the purse strings and the family money. They pressured me to doing it. You wanna die? Der richtige Ort, um dazu. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Wir zerstören mal eben so ein riesiges Gebäude. Cause we can. Kapitel 13. Ein fetter, schlecht gelaunter Glatzkopf. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. Ja, Victor beispielsweise. I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. You say so, pal. Das Leben ist es wert, gelebt zu werden. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. Die Frage ist, ready for what? I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco.
Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? Was das bedeutet, erfahren wir in der nächsten Folge. Denn es ist schon wieder eine Folge vorbei. Es tut mir so unfassbar leid. Bis dahin, haut rein, Leute.